Vor 20 Jahren habe ich in Amerika studiert und war Teil von der größeren Gemeinde. Und eines Sonntags hatte diese Gemeinde einen Gastsprecher. Ich war damals selbst nicht dabei, ich habe mir es nur erzählen lassen. Man müsst euch vorstellen, Amerika, großes Land, man bucht Flugtickets, der kommt dann, schläft im Hotel, großer Gottesdienst, also meine Gemeinde dort hatte 2000 Menschen. Und dann kam der Moment, wo der Gastsprecher die Bühne betritt, also Tanya Harris wird kommen, wir werden sie dann vorstellen und alle geben brav Applaus. Und dann kam der Gastsprecher auf die Bühne und hat nur einen einzigen Satz gesagt. Liebt einander. Und dann hat er sich wieder hingesetzt und war fertig. Ziemlich weirde Situation, ne? Irgendwie keiner weiß so richtig, was er machen soll. Geh jetzt auf die Bühne, was passiert jetzt, was soll das? Ne? Und anscheinend war das einer der prägendsten Sonntage überhaupt. Und eins kann man dem Mann nicht vorwerfen, er war definitiv niemand, der zur Überkommunikation geneigt hat. Und was man auch festhalten konnte, es war endlich mal eine Predigt, wenn man die Leute am Montag gefragt hat, worum ging's? Dass jeder das zusammenfassen konnte. Ne? Und irgendwie auch dieser eine Satz, liebt einander, der ist so klar, der ist so einfach. Also da braucht man jetzt kein PhD in Theologie, um rauszufinden, was das bedeutet. Und irgendwie fand ich das cool. Ich habe mich bis jetzt noch nie getraut, das in der Gemeinde zu machen. Also mir mal wirklich so einen Satz zu überlegen und den dann zu sagen und dann mich wieder hinzusetzen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch. Aber diese Geschichte, die ist mir eingefallen, als es darum ging, dass wir jetzt in diesen Wochen über die Bergpredigt sprechen. Und Jesus hat ein paar Dinge gesagt, die sind so klar und die sind eigentlich so einfach, dass alles, was man als Kommentar nachliefert, also da oben läuft mein Ticker, ich kann jetzt 30 Minuten hier wieder zu euch sprechen, dass man sich wirklich die Frage stellen muss, wenn ich da jetzt noch viel dazu sage, mache ich eigentlich die Einfachheit der Botschaft kaputt? Habt ihr nachher irgendwelche Gedanken und Bilder und Geschichten von mir im Kopf, die euch aber nicht wirklich dienen, die Einfachheit der Botschaft, die Jesus uns hinterlassen hat, wirklich aufzunehmen? Also heute geht es ums Sorgen machen, starte ich gleich damit. Stell euch mal vor, ich würde jetzt einfach sagen, mach dir keine Sorgen, Gott sorgt für dich. Jetzt erzähle ich euch Geschichten und was das bedeutet, wie man damit umgehen soll. Und ich frage mich dann wirklich, habt ihr hinterher mehr davon? Oder wenn ich, thank you, this is really encouraging, ich bin total ermutigt jetzt. Oder wenn da in der Bibel steht, liebt eure Feinde. Ja. Was soll ich da jetzt noch mehr dazu sagen? Oder gib jemanden, der dich drum bittet. Ja. Oder wenn dich jemand fragt, irgendwie eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Das ist eigentlich so simpel und so einfach. Und mein Gebet ist heute, dass ich es nicht kaputt mache, dass ich es nicht versau. Sondern dass, wenn ich was sage, es hilft. Und ihr könnt mir dann hinterher gerne sagen, gerne hätte ich einfach vorgelesen, hätte ich wieder hingesetzt, wäre besser gewesen. Vielleicht müssen wir da mehr hinkommen. It's okay. Ich möchte heute zu euch über Sorgen sprechen. Und ich habe das einfach mal genannt. Sorgen, woher sie kommen, wie wir sie loswerden und worum wir tatsächlich besorgt sein sollten. Darüber spricht Jesus. Ich möchte dich bitten, dir mal einen kurzen Moment Gedanken zu machen, wann du dir das letzte Mal Sorgen gemacht hast und um was es da ging. Ich vermute, es ging vielleicht um Geld. Wie soll ich die Rechnungen bezahlen? Wie soll ich die Miete bezahlen? Reicht mein Geld? Das ist definitiv eine Sache, über die wir uns Sorgen machen. Wenn man dann Kinder hat und die älter werden, ihre eigenen Entscheidungen treffen, macht man sich Sorgen. Wenn die dann den Führerschein haben und zum ersten Mal im Auto sitzen, dann macht man sich Sorgen. Ist bei mir noch nicht der Fall. Wir können uns über unsere Kinder Sorgen machen. Wir können uns über unser Aussehen Sorgen machen. Wir können uns über unseren Job Sorgen machen. Und ich glaube, Sorgen haben so eine Eigenschaft, dass sie unsere Lebensfreude und den Blick aufs Leben eintrüben. Ich habe so drüber nachgedacht, manchmal hilft es ja, in einer anderen Sprache nachzudenken. Und auf Englisch bedeutet, Sorgen zu machen, to be preoccupied.
in Spanisch preocupado. Und occupied, das bedeutet sowas wie besetzt, belegt. Also wenn du irgendwo in Amerika auf eine Toilette aufsuchst und da steht occupied, ja, dann heißt es, da sitzt schon einer drauf, du kannst da nicht pinkeln. Und wenn jetzt bei Sorgen das mitschwingt, to be preoccupied, preoccupado, das heißt ein Stück weit, wenn wir uns Sorgen machen, dann ist unser Herz belegt, es ist besetzt, es ist nicht so super empfänglich, weder für die Freude des Lebens, noch für das, was Menschen zu dir sagen, was Gott zu dir sagt. Da sitzt schon jemand. Und wenn diese Sorgen durchschlagen, dann kannst du eigentlich am perfekten Ort sein und alles ist trüb. Ich war 18, als ich damals mit einem Freund Urlaub gemacht habe in Tunesien, und der musste morgens so Fluortabletten nehmen. Und abends vorm Abendessen hat er dann irgendwie Spucke hochgeholt, ausgespuckt, und da waren da so rote Pünktchen drin. Und dann hat er gedacht, er hat innere Blutungen. Er hat so ein bisschen schon dazu geneigt, sich super Sorgen zu machen wegen allem. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, ich habe auch manchmal so einen Tick. Und auf einmal der schönste Urlaub, der schönste Strand, das schönste Essen. Nichts war mehr schön. Ich muss nach Hause, ich sterbe. Also so ein bisschen übertrieben. Da habe ich gesagt, ey, du hast doch Fluortabletten genommen. Vielleicht sind das einfach die Pünktchen, nur die Teile von der Fluortabletten. Auf einmal, ja, stimmt. Und das Leben war wieder in Ordnung. Also ihr seht, Sorgen haben so eine Power in unserem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen Weg finden, diese Sorgen loszukriegen. Ich möchte euch gerne jetzt mal mit einer These, die Jesus aufstellt, konfrontieren und dann diesen Text mit euch angucken in der Bergpredigt. Jesus sagt Folgendes: Die Wurzel vieler eurer Sorgen, nicht aller eurer Sorgen, aber die Wurzel vieler eurer Sorgen, die ihr euch macht, die du dir machst, die ich mir mache, das hat etwas damit zu tun, dass wir am Geld hängen. Nicht alle Sorgen, das wäre zu vereinfacht, aber viele Sorgen, die wir uns machen, hat etwas damit zu tun, dass wir am Geld hängen. Lasst uns mal diesen Text lesen und dann möchte ich euch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Matthäus 6, Verse 19 bis 21 und dann 24 bis 25. Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was diese Schätze im Himmel genau sind, das weiß ich nicht. Das buchstabiert die Bibel nirgendwo aus. Was Schätze auf der Erde sind, das wissen wir eher. All das Zeugs, das wir uns halt ansammeln, was wir meinen, dass wir brauchen und wo wir wissen, aber das ist vergänglich. Und dann sagt Jesus, bitte sammel die Schätze nicht auf der Erde, sondern sammel sie im Himmel, weil dort sind sie auch ewig, da werden sie nicht zerfressen. Und dann sagt er, weil dort, wo du deine Schätze sammelst, das, was die grundlegende Ausrichtung und Orientierung deines Lebens ist, da ist zweifelsohne auch dein Herz. In diese Richtung bewegen sich deine Gefühle, deine Gedanken, dein Streben, alles, was dich ausmacht. Da, wo dein Herz, dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und dann macht er es noch ein bisschen deutlich. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, sind sehr starke Worte, hassen und lieben, sehr schwarz-weiß. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beides machen, ihr könnt nicht Gott lieben und das Geld. Mammon. Ich finde das ziemlich schwierig, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was bedeutet das genau für mein Geld, für mein Leben. Also Geld oder Mammon, wie es hier steht, das ist etwas, was wir brauchen. Wir müssen unsere Mieten bezahlen, wir müssen von A nach B kommen, wir brauchen was zu essen. Es gibt ganz viel, was lebensnotwendig ist und dazu brauchen wir Geld. Wir leben auch in Deutschland und nicht in irgendeinem Entwicklungsland. Das heißt, wir brauchen auch mehr Geld, Dinge werden teurer. Und ich glaube nicht, dass Gott kein Realist ist in dem Sinne, dass er sagt, ja, das wird jeden Tag vom Himmel regnen. Aber ich glaube, wir alle im Westen, ich eingeschlossen, du eingeschlossen, wir haben eine Tendenz, etwas zu nehmen, was eine relative Wichtigkeit hat. Geld ist nicht unwichtig, das ist relativ wichtig für unser Leben. Aber wir haben die Tendenz, aus dieser relativen Wichtigkeit irgendwo auf einer Skala, auf der wir uns da befinden, eine absolute Wichtigkeit zu machen.
Geld ist wichtig. Wir leben nicht in irgendeiner Utopie oder wir sagen auch nicht einfach, ach, so wie der Status quo ist, das akzeptieren wir, auch wenn es uns super schlecht geht. Aber wir stehen alle in der Gefahr, aus was Relativen etwas Absolutes zu machen. Guck mal, ich habe hier 50 Euro dabei. Das ist mir gerade noch von meiner Frau geliehen. Eigentlich hätte ich gerne einen 500-Euro-Schein dabei gehabt. Gibt's noch, oder? Das ist der größte Schein, den wir haben. 500 Euro würde so nochmal andere Assoziationen in euch auslösen. So, wenn ich jetzt fragen würde, wer hätte diesen Geldschein gerne? Ich vermute, jeder von euch würde sagen, ja, also wenn du ihn herschenkst, nee, gib ihn mir. Als ich Kind war, habe ich Taschengeld gekriegt. Manchmal habe ich auch im Garten vom Nachbarn Blumen gepflückt und die dann Leuten auf der Straße verhökert. Es gab eine Reihe, die konnte ich lange vor meiner Zeit auswendig. Das war die 35er-Reihe. Habe ich bis heute noch drauf. 35 Cent oder Pfennig hat ein Kinderriegel gekostet. Und wenn ich dann meine Blumen verhökert habe, dann wusste ich sofort, wie viele Kinderriegel sind das jetzt, die ich mir beim Bäcker wieder kaufen kann. Andere von euch rechnen vielleicht in Döner oder in Kinobesuchen, I don't know. Aber wenn ich fragen würde, wer möchte dieses Geld gerne haben, dann würde jeder von uns sagen, ja, das möchte ich gerne. Nicht, weil wir per se Geld hinterherlaufen, sondern dieses Geld verkörpert etwas. Geld in größeren Mengen, 50 Euro ist jetzt natürlich relativ wenig, das verkörpert für uns Sicherheit. Ich weiß, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mir jetzt was zu essen kaufen, meine Miete bezahlen, Kleidung kaufen. Das, was ich zum Leben brauche. Geld verkörpert dann ab einem gewissen Moment aber auch Luxus. Dann kann ich mir was gönnen. Dann kann ich einmal in den Urlaub, zwei oder dreimal in den Urlaub. Dann kann ich ausziehen aus meiner Einzimmerwohnung und eine Dreizimmerwohnung haben. Und aus der Dreizimmerwohnung in ein Haus und in ein schöneres Haus. Und ich kann endlich dieses alte Auto loswerden und mir ein neues holen. Also es ist das Lebensnotwendige, das es verkörpert, aber dann auch the nice things of life. Ja, die schönen Dinge, die wir uns im Leben suchen. Wenn ich dann in Mallorca bin und durch Port Andratx laufe, dann merke ich, Geld verkörpert noch was anderes. Es verkörpert Status. Wenn ich dann mit BMW fahre durch das Viertel, ja, dann wissen alle, der hat es geschafft. Ja. Der ist reich. Man sieht es an seiner Kleidung. Man sieht es an den Marken, die er anhat. Man sieht es, wie die Person sich bewegt. Und man sieht es daran, wo sie sich bewegt und mit wem sie sich bewegt. Ja, das öffnet einen Kreis, in dem ich mich bewegen kann und der mir dann auch ein Stück weit Status gibt. Und vor allem Geld gibt uns Sicherheit. Mensch, wir wissen alle, auch wenn der DAX am Hochstand steht, Deutschland geht den Bach runter und wie wird es mit den Renten sein und von wovon werden wir alle leben und finanziell, es wird düsterer. Und dann wissen wir, wenn wir genug Geld haben, dann ist meine Zukunft gesichert, mein Alter ist gesichert. Dann muss ich mir in 20 Jahren keine Sorgen machen. Und so projizieren wir unglaublich viel Erwartungen, ein ganzes Lebensgefühl, Werte, Hoffnungen, Unsicherheit in diese Scheine. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ihr Lieben. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das hier nicht die Rolle einnimmt in unserem Leben, die Gott einnehmen sollte. Also hier gibt es die Hölle. Ich habe kein Geld, kein Status, keiner liebt mich, keine Sicherheit, keine Kontrolle. Und ich will aber in den Himmel, wo ich Sicherheit habe, Freunde, die Annehmlichkeiten des Lebens. Und was bringt mich dahin? Nicht Jesus, sondern das hier. Das würden wir nie so ausdrücken. Aber wenn wir tief in unser Herz hineinschauen, worüber machen wir uns Sorgen und wie entscheiden wir, wie beraten wir unsere Kinder, dann offenbart es etwas darüber, auf dieser Skala, wie sehr wir doch in die Richtung tendieren, zu sagen, unser Herz hängt am Geld. Nicht, weil ich denke, ich brauche morgen drei Ferraris, sondern weil alle meine Grundsicherheiten ich daraus ziehe. Habe ich das oder habe ich das nicht? Macht das Sinn? Und da sagt Jesus irgendwie, Leute, das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder ihr dient Gott oder dem Mammon. Ihr werdet den einen vernachlässigen. Und den anderen, den werdet ihr in eurem Leben ehren. Jesus benutzt das Bild von einem Herrn, dem du dienst. Ein Herr hat Macht über dich. Und ich habe so drüber nachgedacht, es gibt noch ein anderes Bild in der Bibel, das Jesus ganz oft benutzt in Bezug auf uns Christen.
Er redet von einem Bund zwischen einem Mann und einer Frau, einem Liebhaber und einer Braut. Und wenn ich das jetzt mal in ein ganz drastisches Bild packen würde, dann würde ich, glaube ich, denken, dass Jesus sagt, hey, du bist mit mir verheiratet und ich will für dich sorgen. Ich will dich lieben. Ich will dir all diese Dinge geben, die du brauchst. Status und Zufriedenheit und furchtfrei zu sein und Identität zu haben. Aber irgendwie hast du eine Affäre, mit der du dauernd ins Bett steigst und du willst dich von der auch nicht wirklich trennen. Und wenn du das Bild mal überträgst in die Wirklichkeit, stell mal vor, hier wäre jemand und sagt, ja, ich bin verheiratet und ich habe gleichzeitig eine Affäre und die Frau findet es raus. Also wenn sie überhaupt bereit ist, das zu verzeihen, dann würde sie sagen, also entweder du beendest diese Affäre, oder du kannst mit mir nicht mehr in der Beziehung stehen. Und wenn wir ständig in einer Affäre stehen mit dem Geld, dann ist es schon so, wie wenn wir Gott zum Ausdruck bringen, hey, sorry, du bringst es einfach nicht in diesen Punkten. Da vertraue ich schon lieber auf meine eigenen Fähigkeiten, als auf das, was du in meinem Leben tun kannst. Ist das so krass? Okay. Was ist die Lösung? Wohin mit den Sorgen? Dein Vater im Himmel will dich versorgen. Dein Vater im Himmel, er will dich versorgen. Lass uns mal weiterlesen in diesem Text, okay? Ich lese einfach mal vor und sag was dazu. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Und nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht doch mal die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, sein Leben verlängern könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet und doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ich möchte mal ganz vorne anfangen. Also, wenn ich das jetzt, was ich heute Morgen gesagt habe, wenn ich das ernst nehme, dass ich sage, okay, ich trachte nach Gott, ich bin mit ihm verheiratet, er ist mein Herr, ich bin nicht verheiratet mit dem Geld. Und damit ist nicht nur gemeint, sich irgendwie überschwänglichen Luxus zu leisten, sondern in den Basics des Lebens. Dann liegt die Frage auf der Hand, ja, wer sorgt denn dann für mich? Wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Und hier sagt Gott Folgendes, deshalb, weil du nicht mir und dem Geld gleichzeitig dienen kannst, muss diese Frage beantwortet werden. Deshalb sage ich euch, ich werde für euch sorgen. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet und so weiter. Euer himmlischer Vater im Himmel, der wird euch versorgen. Er kennt eure Nöte, bevor ihr sie überhaupt zum Ausdruck bringt. Und ihr könnt ihm vertrauen. Und dann kommt auf einmal diese Ebene ins Spiel, wo ich mich frage, greift das in meinem Leben wirklich, Gott zu vertrauen? Und ihr Lieben, ich stehe heute vor euch und ich glaube, ich kann das von ganzem Herzen sagen. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass Gott mit allem versorgt, was wir brauchen. Nicht immer mit allem, was ich gerne hätte, aber Gott hat mich und Sabine und unsere Familie noch nie im Stich gelassen. Damals, da ging es darum, dass wir Gospel Tribe starten und wir kamen hier nach Deutschland und wir hatten 400 Euro im Monat, so ungefähr. Wir kamen aus Amerika zurück, es war die Frage, ob wir in Südamerika ein Base starten und wir waren hier in Deutschland. Und ich habe mich damals beworben bei diesen ganzen Wohnungen in Karlsruhe. Das war schon damals so, dass 20 Leute kamen auf eine einzige Wohnung. Und wir haben uns dann auf zwei Zimmerwohnungen beworben. Sabine war damals schwanger. Wir kamen uns wirklich vor wie Maria und Josef.
Und dann kommst du an diese Wohnung hin, da sind 20 Mitbewerber und dann musst du dieses Dokument ausfüllen, wie viel hast du im Monat zur Verfügung? Und da habe ich gedacht, komm, da muss ich lügen, dann schreibe ich wenigstens 800 hin. Aber jeder Mieter, der irgendwie klar bei Verstand ist, der denkt, warum wollt ihr in so eine kleine Wohnung, wenn ihr ein Baby kriegt? Wenn ich da selbst die übertriebene Summe, wo ich gedacht habe, das werde ich schon irgendwie zusammenkriegen, reinschreibe, dann wissen die, ja, dann kann er die Miete bezahlen und sonst nichts mehr. Und da stehen 20 andere und wir wussten, das wird nicht möglich sein. Aber wenn wir das umsetzen wollten, was Gott uns damals aufs Herz gelegt hat, dieses Missionswerk zu starten, dann wussten wir, okay, da wird es jetzt kein Gehalt geben, es existiert ja noch gar nichts. Wir müssen Gott da drin vertrauen. Und dann kam damals dieser Anruf aus Linkenheim und da wäre ein Haus und wir könnten uns das mal angucken, das soll aber abgerissen werden. Und ich habe mir das wirklich so vorgestellt, wir fahren jetzt irgendwo in den Wald in Linkenheim und da ist irgendwie so eine Bude, ja, und der Wind pfeift so durch die Ritzen und so, ja, also wenn ihr mit Downjacke schläft, dann ist das ganz in Ordnung, ne? Unsere Ranger sind da auch immer wieder mal drin am Wochenende. So habe ich mir das vorgestellt. Ich kam damals nach Linkenheim, da stand ein wunderschönes Haus mit Holz ausgebaut, 7 Zimmer und dann haben uns die Leute damals gefragt, wollt ihr da drin wohnen? Und wir sind da so durchgelaufen und gedacht, ja, also wohnen wär schon nice da drin, aber ich habe dann irgendwann gefragt, was soll denn das kosten? Und dann meinte diese Familie damals, ja, wir wollten das ja abreißen, aber irgendwie haben wir gedacht, vielleicht hat Gott noch was damit davor. Und also wenn ihr da drin wohnen wollt, ihr könnt es umsonst haben. Und dann haben wir 5 Jahre in diesem Haus gewohnt und diese Leute haben uns nicht einen einzigen Pfennig Miete verlangt. Wir haben die Nebenkosten bezahlen müssen und so, aber komplett umsonst. Und dann haben sie gemeint, ihr braucht doch bestimmt auch noch ein Auto. Und ich sage, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben da diesen Freund, der hat eine Putzfirma und so weiter. Die ersten 5 Autos meines Lebens habe ich geschenkt bekommen. Und wir sind dann mit so einem Kastenwagen rumgefahren, der war denkbar hässlich. Ich glaube, das eine Modell, das produziert wurde, wo ich wirklich denke, dass die komplette Vorstandsetage im Vollsuff war, das ist Fiat Multipla. Kennt ihr das Auto? Das ist eine Ausgeburt der Hässlichkeit. Wenn ihr es nicht kennt, googelt es. Und das Auto, das wir da geschenkt gekriegt haben, das war fast so hässlich wie ein Multipla. Meine Frau liebt es bis heute noch, weil du konntest den Kinderwagen einfach so reinfahren. Du musstest den nicht zusammenfalten oder hat auch noch ein Regal von Ikea reingepasst. 60 PS. Das war so, wenn du irgendwie so die A8 Richtung Stuttgart gefahren bist, konntest du so den LKWs winken, die so an dir vorbeigezogen sind. Das war jetzt nicht the dream. Aber Gott hat sich darum gekümmert. Und dann irgendwann, das Geld hat trotzdem nicht gereicht. Wir haben es zweimal erlebt, dass einfach 5.000 Euro in unserem Briefkasten lag. Einfach so, Briefkasten aufgemacht, Umschlag 5.000 Euro, keine Ahnung von wem. Einmal wussten wir von wem, einmal wussten wir es nicht. Und diese Wundergeschichten in dieser Form in unserem persönlichen Leben, die haben abgenommen, weil Gott über die Jahre natürlich auch dafür gesorgt hat, dass wir ein Stück weit auf einem festeren Fundament stehen können. Aber ich denke an diese Zeiten zurück und ich weiß, mein Gott ist jemand, der versorgt. Deswegen kann ich auch mit so einer gewissen Kühnheit und Mut das so in eure Mitte hineinsprechen. Ich habe das wirklich erlebt, dass mein Gott ein Gott ist, der sich kümmert und der versorgt. Und dann schaut mal die anderen Sachen, die hier stehen. Ne? Das finde ich so interessant. Sich zu sorgen ändert nichts, sagt ja Jesus. Ne? Überleg mal, da wo du dir Sorgen machst, wo hat es schon jemals was geändert? Keine Ahnung, deine Kinder kommen spät nach Hause und du musst lernen, Mädels sind noch unterwegs und du sollst pennen gehen. Das ist total schwierig für einen Vater. Ich weiß noch, wir waren in Südafrika, wir haben in so einem reichen Viertel vor 20 Jahren gelebt, da haben uns reiche Leute für 5 Tage ein Haus in Cape Town gegeben und jede Nacht sind die Alarmanlagen angegangen und sie sind bei unserem Haus aber noch nicht dazu gekommen, die Gitter anzubauen und eine Mauer zu bauen. Und wir waren da, man hätte auch ein Schild hinmachen können, bitte brechen Sie ein, hier ist nichts gesichert. Und jede Nacht die Alarmanlagen, jede Nacht die Geschichten. Hey, ich lag da im Bett und jedes Geräusch, das war auch noch so ein Haus, war so ein Bungalow, der so langgezogen war und ich wusste, wenn einer einbricht, ist es ganz vorne, jedes Knacken in diesem Haus. Ich war da gesessen, als ob es um mein Leben geht. Ne? Und du machst dir die ganze Nacht Sorgen und du wachst morgens gerädert auf und du bist im Villenviertel, weil du so scheiß Angst hast, dass sich einer nachts umbringt. Dass dein Mädel draußen ist und irgendwas passiert. Es gibt so viel, über was wir uns Sorgen machen können, aber ändert es denn irgendwas?
Hätte es irgendwas daran geändert, wenn ich jetzt einfach schlafen gehe? Und das kann ich aber nur, wenn ich lerne, Gott zu vertrauen. Er weiß, was du brauchst. Das ist gut zu wissen. Gott weiß besser als ich, was ich brauche. Und dann sagt Jesus ganz am Ende nochmal sowas. Er sagt auch noch zum Thema Sorge. Hey, lern doch dieses Prinzip. Jeder Tag hat seine Sorge genug. Boah, das ist eins der besten Rezepte in meinem Leben, also nicht den Verstand zu verlieren. Vor einer Woche war ich vor meinem Terminkalender gesessen und ich habe einfach gemerkt, okay, die nächsten Wochen überrollen mich komplett, wenn ich jetzt nicht einfach mal so eine Grundstruktur schreibe, was ist meine Aufgabe, an welchem Tag, was muss ich tun? Und auf einmal habe ich gedacht, es kommt eine Flutwelle über mich. Ich habe gemerkt, das ist jetzt mein zu viel, das hat überhaupt nichts mit deiner Lebensrealität zu tun. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt in den nächsten 14 Tagen 18 Mal predigen, in 3 Sprachen, in 3 Ländern, Sprachen zum Teil, die mir echt sehr viel abverlangen, Spanisch. Und ich will, dass es gut wird. Und dann saß ich da und ich habe gemerkt, Alter, das übermannt mich jetzt total. Und wenn ich jetzt an dieses Konstrukt denke, was da auf mich zukommt, dann gehe ich ins Bett, mache die Decke über den Kopf und stehe gar nicht mehr auf. Und eins der wichtigsten Prinzipien in diesen Zeiten ist zu sagen, Gernot, heute ist Sonntag, heute ist Treffpunkt Leben, heute machst du die Predigt im ersten und zweiten Gottesdienst. Und dann ist gut und dann kannst du den Tag enjoyen. Die letzten Illustrationen für heute Morgen habe ich noch am Frühstückstisch von meiner Frau gekriegt. Und das darf dann reichen und ich muss mir für heute Sorgen machen, aber nicht für Montag, nicht für Dienstag, nicht für Mittwoch, nicht für Donnerstag. Das ist so ein einfaches Prinzip, sonst werden wir nie glücklich. Wenn man immer die Sorgen mit sich trägt, was wird morgen sein, was wird in 10 Jahren sein, was wird in 20 Jahren sein. Gott, der Vater sagt, hey, ich möchte für dich sorgen. Ich weiß, was du brauchst. Mit deinen Sorgen veränderst du absolut gar nichts. Vertrau mir doch auch mit dem Lebensnotwendigen. Ich weiß doch, was ich dir geben möchte. Und immer, wir nehmen es Tag für Tag. Heute Morgen habe ich meine Frau gefragt, Biene, was wäre noch eine gute Illustration? Er hat gesagt, du hast in der Gemeinde mal eine Geschichte erzählt, die war gut. Wenn ihr sie schon mal gehört habt, sorry. Da war ein Malwettbewerb. Und das Motiv, das den Künstlern ausgegeben wurde, war, malt das perfekte Bild zum Thema Frieden. Und die Leute haben sich Sachen überlegt, dann kam der Moment, wo die Ausstellung war, die Bilder nebeneinander gestellt wurden und ein Bild hat, keine Ahnung, ein Pärchen gezeigt, Hand in Hand, Sonnenuntergang, wunderschön, verliebt und ach, das hat was von Harmonie, das hat was von Ruhe, hat was von Frieden, eindrückliches Bild. Und dann ein anderes Bild konnte sein, keine Ahnung, eine Taube, das Symbol dafür, wie Menschen sich die Hand reichen und verfeindete Völker auf einmal in Einheit vorwärts gehen, trägt was Schönes, was Göttliches, trägt Frieden in sich. Aber das Bild, das gewonnen hat bei diesem Malwettbewerb, ist ganz interessant. Das war ein Bild von einem reißenden Wasserfall. Gewaltige Wasser, Gewitterwolken, Blitze, die gerade gezuckt haben. Man hat in den Bäumen gesehen, da herrscht ein Sturm. Und über diesem Wasserfall, da war ein Ast, der von einem Baum direkt über dem Abgrund sich am Wasser entlang geschlängelt hat. Und ganz am Ende dieses Astes, an diesem dünnen Ast, war ein Vogelnest. Und da saßen junge Küken drin, die geschlafen haben. Und die Mutter hat sie mit ihren Flügeln zugedeckt. Und das ist das Bild, das gewonnen hat, weil es eine tiefere Dimension von Frieden angesprochen hat. Frieden und keine Sorgen zu machen, das bedeutet in erster Linie nicht, dass ich diese Fähigkeit besitze in Zeiten, in denen eh alles glatt läuft, sondern dieses Vertrauen greift in dem Moment, in dem um mich herum der Sturm tobt, es 1000 Sachen gäbe, über die ich mir Sorgen machen könnte und ich trotzdem ruhig schlafen kann. Weil ich weiß, da ist jemand, der mich schützt. Und ich glaube, das ist das Bild, das Gott in unsere Herzen hineingravieren möchte. Und nur wenn wir in dieses Vertrauen zu Jesus hineintreten, nur dann können wir aufhören, uns Sorgen zu machen. Darin müssen wir wachsen. Es geht nicht darum zu sagen, es soll mir weniger wichtig sein, die Dinge, an denen ich so hänge. Sondern je mehr dein Vertrauen in Jesus wächst, umso einfacher fällt es dir, diese Dinge loszulassen. Ihr Lieben, ich komme zum dritten und letzten Punkt. Für mich ist eines ganz wichtig. Den letzten Vers in diesem Abschnitt habe ich euch vorenthalten.
der letzte Vers, der fasst eigentlich zusammen, worum es bei dieser ganzen Sorgengeschichte gehen soll. Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, es geht nicht nur um das, was wir nicht tun sollen, sondern die Stoßrichtung ist, dass es etwas gibt, um das wir besorgt sein sollen. Und das ist das Reich Gottes. Diese Botschaft heute zum Thema Sorgen ist keine Self-Help-Message. Hey, du hast gerade Sorgen, ich sag dir mal heute, wie du glücklich erleben kannst. Sondern hier geht es darum, dass etwas auf dem Spiel steht. Wenn wir das mit den Sorgen nicht in den Griff kriegen und auch mit unserem Hang an materiellen Dingen festzuhalten, dann ist die Kehrseite, dass ganz viel in Gottes Reich einfach nicht passiert, weil wir blockiert sind in unseren Herzen. Wir können den Auftrag Gottes nicht hören, wir können uns nicht in die Richtung bewegen, weil unser Herz blockiert ist. Und diesen Vers, ich habe den ein, zwei Mal in meinem Leben an Schlüsselstellen zugesprochen bekommen. Ich glaube, es war der Vers, den ich bei der Konfirmation hatte. Ich glaube, es war der Vers, den ich bei meiner Taufe hatte. Ich glaube, es ist der Vers, den mir ein Pastor damals zugesprochen hat, als ich auf die Bibelschule bin. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, da will Gott mir etwas sagen, was für mein Leben wichtig ist. Mich begleitet dieser Vers in meinem Leben. Und ich möchte euch das heute sagen. Ich möchte es auch vor allem euch jungen Leuten sagen, die vielleicht gerade am Überlegen sind, was kommt in meinem Leben. Ich glaube, dass ich manchmal auch mit Stolpern und Humpeln diesen Vers in meinem Leben umsetze. Dass ich wirklich nach dem Reich Gottes trachte und nicht ihn erst und dann erlebe, dass Gott mir die Dinge zufallen lässt. Das glaube ich wirklich, dass ich dann ein bisschen schon einen Weg gegangen bin. Und ich möchte euch eine Sache sagen, ich habe das nie bereut in meinem Leben. Ich habe in meinem Leben zusammen mit Sabine, manchmal sind wir Schritte gegangen, wo wir ganz viel Applaus für gekriegt haben, weil das eben so gerade ins Raster passt, wie Verwandte und Freunde und Menschen um dich herum sich das vorstellen. Und es gab Schritte, in denen die Leute gesagt haben, ich verstehe das überhaupt nicht, so kann ich nicht leben, so wollte ich nicht leben, seid ihr sicher? Und natürlich muss man immer das Herz offen halten und auch fragen, hey, sind da Dinge, die man hören sollte? Aber wir haben unser Leben so gelebt, dass wir gesagt haben, das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, das, wo wir erkennen, da ruft uns Gott hin, danach sollen wir trachten, dass wir das gemacht haben. Und ich würde sagen, trotz aller Hürden, aller Schwierigkeiten, wir leben ein total glückliches Leben, ein erfülltes Leben. Es gibt nichts Schöneres, als dieses Gefühl zu haben, ich stehe in dem drin, was Gott für mein Leben hat. Ich lebe meine Berufung. Ich lasse mir im Herzen das nicht durch Sorgen wegdiktieren. Und es ist ein Rezept zum Glücklichsein. Es ist ein Rezept zum Jesus kennenlernen. Es ist ein Rezept dazu, ihn in der Dimension zu erfahren, wie wir es oft gar nicht tun, weil wir doch am Ende auf uns unsere eigene Kraft bauen. Und das ist der Impuls, den ich gerne euch heute mit euch lassen möchte. Sucht nach dem Reich Gottes. Sucht nach dem Auftrag, den er für euch hat. Und lasst euch nicht daran aufhalten, dass das Sicherheitsdenken und die Dinge, wo man ach so drauf gucken muss, euch beschwert, euch die Freude nimmt, euch den Schwung nimmt. Und Gott wird dir erklären, was das für dich ganz persönlich bedeutet. Letzte Woche durfte ich Staff-Trainings machen auf Mallorca. Und Mittwochabends ist dann ein Gottesdienst und ich habe dann da noch predigen dürfen. Und dann war ich echt fertig an dem Abend. Aber unsere Mitarbeiter auf Mallorca, die gehen immer jeden Mittwochabends um 10:30 gehen die nochmal an den Strand und machen nochmal 2 Stunden Outreach. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Alter, ich habe jetzt über Leiterschaft geredet und Leiterschaft ist Vorbild sein und mit den Leuten gehen, habe ich gesagt. Dann haben sie gefragt, gern kommst du mit? Und ich so, oh, 10:30 und jetzt noch dahin fahren und so. Und dann habe ich aber gewusst, ey, there's no way out. Ja, also ich gehe da jetzt hin. Dann bin ich runter an den Strand gelaufen und habe es schon mit einer guten Einstellung gemacht. Und dann saß da so ein junger Typ auf der Mauer und ich habe irgendwie gedacht, okay, zu dem setze ich mich jetzt. Ich wusste nicht, der war so die Hände im Kopf, ob er so besoffen ist, dass er gar nichts mehr mitkriegt oder was mit ihm los ist. Und ich habe mich einfach neben ihn gesetzt und habe ihn so gefragt, hey und, wie geht's und so. Und dann hat er angefangen zu erzählen und irgendwie sein zweiter, dritter Satz war dann, ja, er hat Stress mit der Freundin, die sitzt auf dem Hotelzimmer. Und dann hat er mir so die Situation erzählt, keine Ahnung, sie waren im Bierkönig und er ist aufs Klo und ohne ihr Bescheid zu sagen und dann hat sie sich allein gelassen gefühlt. Drama. Und ich habe
Ich habe gewusst, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwas Frommes zu sagen. Ich kam mir vor wie in so einer Counseling-Session. So. Und ich muss sagen, am Ende hatte ich eine ziemlich klare Meinung über diese Beziehung. Er war toll und soll sich ganz dringend eine neue suchen. Und sie muss noch viel lernen. Wirklich, sorry. Also ich weiß jetzt doof, weil ich das als Mann sage, aber es war schon, darf man so sagen, es war schon sehr ungleich verteilt. Es war so ein Typ, der wirklich alles für das Mädchen macht. Sie sind auch noch gar nicht zusammen, sondern nur seit 5 Jahren Best Friends, schlafen auch im selben Hotelzimmer und alles. But hey, anyway, it's crazy life. Und dann habe ich ihm das so alles so erzählt und er hat mir erzählt, was er alles für dieses Mädchen macht. Ja, schenkt ihr Blumen, er lädt sie ein, er bringt sie ins Hotelzimmer, er schreibt ihr jetzt, wo sie ist, damit sie sich keine Sorgen macht. Und die, ich muss ehrlich sagen, die verdient es überhaupt nicht. Ja, so wie die drauf ist, wirklich sehr einseitig verteilt meine Loyalität in diesem Gespräch. Und am Ende guckt er mich an und er strahlt und er sagt, ich habe noch nie erlebt, dass sich einfach jemand zu mir setzt und mir so lange zuhört. Und danke für all diese Ratschläge und sag deinen Kindern, sie haben den besten Vater auf der Welt. Und ich sage, ich werde es ausrichten. Ich weiß nicht, ob es auf Anklagen stößt, aber es tut ja auch mal gut, das so zu hören. Ne? Irgendwie so kriegt man ja nicht jeden Tag gesagt. Und ich habe mir dann in derselben Nacht noch Nachrichten geschickt und war so dankbar, so glücklich. Und ich war so glücklich. Und dann haben wir zusammen gebetet. Ich habe gesagt, hey, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das lösen kann, aber weißt du, ich glaube, Gott hat Wege. Und dann habe ich gesagt, ja, er glaubt das auch und so. Und anyway, war richtig toll. Und wisst ihr, was ich aber zu ihm immer wieder gesagt habe im Gespräch? Ich habe gesagt, weißt du, an deiner Stelle, ich würde dir das schon mal sagen, dass du eigentlich gerne mit ihr eine Beziehung hättest. Weil ich habe das Gefühl, sie genießt das, dass sie alles von dir kriegt, was man so in einer Beziehung kriegt, ohne dass sie irgendwie eine Verbindlichkeit eingehen muss. An deiner Stelle würde ich das, glaube ich, sagen. Und dann weißt du, woran du bist. Und dann, wenn es nichts wird, geht das Leben weiter. Oder vielleicht merkt sie dann auch, ja, muss ich vielleicht wirklich mal ernst machen. Und dann kamen wir immer wieder an diesen Punkt. Und dann hat er gesagt, das traue ich mich nicht, weil ich habe Angst, wenn sie dann Nein sagt. Das traue ich mich nicht. Und wisst ihr, was ich machen wollte? Ich wollte ihn schütteln und sagen, wake up. Aber das geht nicht, das bringt nichts. Und vielleicht hatte ich dieses Bild heute angesprochen, dass das wie eine Geliebte haben ist. Wenn wir auf der einen Seite sagen, ja, Jesus, mit dir bin ich verheiratet, aber mein Herz hängt woanders und da will ich auch nicht wirklich andere Prioritäten setzen. Ich glaube, da ist auch wichtig, dass wir manchmal geschüttelt werden und sagen, hey, auf Dauer funktioniert es nicht. Auf Dauer kann man nicht mit einer Affäre leben. Auf Dauer kann man nicht zwei Herren dienen. Auf Dauer können wir nicht unsere Sicherheit auf das bauen und sagen, Herr, alles, was du für mein Leben hast, will ich ergreifen. Und vielleicht kannst du jetzt diese Zeit nehmen, wo wir nochmal ein Lied singen, um einfach mit Gott darüber ins Gespräch zu gehen und sagen, Herr, meine Loyalität soll dir gehören. Hilf mir, mir keine Sorgen zu machen, sondern auf dich zu vertrauen. Und ich will nach deinem Reich trachten. Das soll mein Herz erfüllen und nicht, wie mein Leben möglichst toll wird. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass du alles hast, was du brauchst und darüber hinaus. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst. Und Jesus, meine Angst ist, dass mein langes Geschwätz doch wieder zudeckt, Herr, worum es im Kern geht. Und deswegen, Heiliger Geist, bitte ich dich jetzt, dass du jedem glasklar gerade jetzt zeigst, Herr, was du ihm sagen willst. Jesus, wir lieben dich, wir wollen nicht in Affären leben. Wir wollen dir treu ergeben sein. Wir wollen von ganzem Herzen erfüllt sein von deinem Reich. Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du jetzt sprichst zu jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Und ich möchte dich bitten, dass du da, wo du jetzt stehst, einfach ins Gebet gehst und dass du anfängst, mit Gott zu reden und sagst, Herr, da trifft mich diese Botschaft heute. Bring ihm deinen Herzenswunsch. Leg ihm deine Sorgen nieder. Mach das da, wo du stehst.
Jesus. Jesus.